Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Andere haben Sex in der Küche. Ich esse im Bett. Im Kinderzimmer eine Spinne entdeckt. Habe meinem Sohn gezeigt, wie echte Männer das Problem lösen. Wir sind umgezogen. Auf die Begrüßung, was geht? Einfach mal mit den Worten, ein Rätsel? Ich liebe Rätsel. Hat es 2 oder 4 Beine? Antworten. Wurde letztens an der Kunsthochschule abgewiesen. Ich überlege mir noch, ob ich etwas anderes studiere oder ob ich gleich einen Weltkrieg anfange. Wenn ein Mädchen die Schule beendet, ist sie alt genug für Sex. Und die Schule endet um 12.45 Uhr. Basta. 11. September 2001. Der erste offizielle Bring dein Flugzeug mit zur Arbeit Tag. Kann mir jemand erklären, warum auf Baustellenschildern die Arbeiter schwarz sind und auf Fußgängerschildern die Leute weiß sind? Hat das irgendwas zu bedeuten? Wie verhindert man, dass ein Baby im Kreis krabbelt? Man nagelt die andere Hand auch noch fest. Wie klingelt es bei einem Schwarzen an der Tür? Bimbo! Fick mich, wenn ich falsch liege, aber wolltest du mir nicht gerade einen blasen? Rosen sind rot, Veilchen sind blau, bekomme ich deine Nummer? Miau. Dieser Moment, wenn es an der Tür klingelt und deine Mutter anfängt zu bellen. Mein erster Sex war wie mein erster Versuch, Fahrrad zu fahren. Mein Vater hielt mich von hinten. Kam gerade im Radio. Ein Fan von Justin Bieber hat sich einer plastischen Operation für 100.000 Euro unterzogen, nur um wie sein Idol auszusehen. So ein Spinner. Ich hätte die Operation gratis mit einem Hammer übernommen. Das Gedicht vom Baum. Bäume, Bäume, nichts als Bäume. Und dazwischen Zwischenräume. Und dahinter, man glaubt es kaum, noch ein Baum. Wenn du mal unzufrieden mit deinem Leben bist, dann denk dran. Es gibt Bäume, die 30 Jahre lang wachsen, nur um ein Justin Bieber Poster zu werden. In dieser Stunde, die ich damit verschwende, Französisch zu lernen, könnte ich Frankreich erobern und sie zwingen, Deutsch zu sprechen. Das mit den Vornamen wäre auf Kondompäckchen viel besser platziert als auf Colaflaschen. Benutze es oder du bekommst einen Kevin. Du bist so lieb und nett, ich hätte gerne einen Jungen wie dich als Freund. Aber ich bin ein Junge wie ich. Dschungelcamp. Was in der Öffentlichkeit keiner mehr haben will, wird ins Lager gesteckt. Das hat in Deutschland ja eine lange Historie. Chuck Norris duscht mit Schwefelsäure. Dieser Moment, wenn es deinen Körper für klüger hält, während der Pubertät Arschhaare wachsen zu lassen, anstatt breite Schulter. Dieser Moment in der Schule. Wie spät ist es? 12 Minuten noch. Dieser Moment, wenn eine hässliche Kreatur ein Foto postet und ihre Freundin kommentiert, du bist so hübsch, und sie zurückkommentiert, du bist schöner, obwohl beide aussehen wie Scheiße. Wenn Leute auf der Straße dir einen Flyer in die Hand drücken, kommt es mir ein bisschen so vor wie, hier, schmeiß du ihn weg. Mein Arzt sagte zu mir, ich darf keine schweren Sachen mehr heben. Nun muss ich mich beim Pinkeln hinsetzen. Hochflorteppich gesaugt. Offenbar haben wir Kinder. Und Haustiere. Und Onkel Horst ist gar nicht vor 3 Jahren entführt worden. Ich bin gestern von einer 30 Meter hohen Leiter runtergefallen. Zum Glück stand ich auf der untersten Sprosse. Jo Leute, gebt mir einen Daumen rauf, wenn ich dieses Format weiterführen soll. Und schreibt mir doch euren Lieblingswitz unten in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Montag.